Ich komme immer cool rein, wenn es heißt Clash of Clans, Clan Krieg Live. Ich habe jetzt auch wirklich hastig den Aufnahmeknopf gedrückt und wir sehen hier hoffentlich eine Defense, die uns wieder einen kleinen Schritt. Oh, die Magier da noch gestorben in der Mitte. Die uns wieder einen kleinen Schritt näher an den Sieg hier bringt. Ich denke mal, der Torti. Stern 2 vom Clan The Disabled wird uns hier den Sieg wieder etwas näher bringen mit seiner Verteidigung. Nämlich also hier ein, na, mehr recht als schlecht, Drachenangriff von einem Rathaus. Ja, ich glaube, es ist noch ein 7er. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich denke, das wird hier nichts mehr. Deswegen können wir ja auch rausgehen. Ja, was ist eigentlich heute Thema? Ihr habt das im Thumbnail gesehen. Stoned, Shattered, Penta, Laloon, was ist das eigentlich? Ich hatte das in den Kommentaren einfach mal aufgeschnappt, ob ich mal Luftangriffe zeigen kann. Ja, kann ich mal zeigen und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, ich werde euch alle drei Arten einmal nur kurz vorstellen. Ich meine, da könnt ihr nach googeln, wie ihr wollt, das findet ihr auch so. Aber mal live aus meiner Hand hier mit meinen Rathaus 9ern vor allen Dingen, mit drei verschiedenen Rathaus 9ern. Ich zeige euch erst den Angriff, denke ich mal, von Donnerbengel, denn das war ein... Ich glaube, es heißt in der Fachsprache Shattered Golaloon. Denn ihr seht das hier unten in meiner Armee. Ich habe mal keine Bowler dabei genommen. Also ist auch sehr, sehr selten, dass die RH9er hier keine Bowler mit in die Clanburg nehmen, weil die Bowler sind einfach eine krasse Truppe und 5 Bowler, die können hier schon sehr, sehr entscheidend sein. Denn wenn die auf 3 hier richtig durch die Base durchrocken, dann nehmen die richtig was mit. Aber ich habe mich hier mal dazu entschieden, mal keine Bowler zu nehmen, sondern ich habe Loons in der Clanburg. Die habe ich einfach gehabt und habe gedacht, Toto, die Base machst du mal mit so einem Shattered Golaloon. Ich glaube, so heißt es. Und ihr könnt euch den Angriff einfach mal anschauen. Ich bin hier über die Queen-Seite reingekommen. Hab den ersten Golem gedroppt, weil ich mal gucken wollte, wo laufen die eigentlich hin. Nicht, dass die mir gleich alle drei auf nur ein Ziel laufen. Das wäre ein bisschen doof. Also nur mit Sprung hier auf Morbrich habe ich ganz verzichtet. Und dann laufen die natürlich zusammen. Aber ihr seht das hier schön. Hier kann man das schön sehen. Bogenschützenturm von beiden Seiten. Alles ballert jetzt erstmal auf die Golems. Also so soll das eigentlich optimal laufen. Der Funnel muss für meine Helden da sein. Und mein King ist jetzt auch schon in der Mitte. Der macht jetzt erstmal den gegnerischen King. Clanburg kurz einmal durchgegiftet. Und unten habe ich drei Eilzauber und einen Heilzauber mit. Habe zwei Lavahunde und den Rest Loons dabei. Das heißt also, da kommen jetzt schon mal die etwas stärkeren. Die habe ich auf den ersten Magierturm da gesteckt oder gepackt. Und jetzt geht das hier mit den Lavahunden und mit den... Loons durch die Base durch. Ja, ein bisschen zu spät gesetzt. Die Lava-Hunde hätten ein bisschen eher starten sollen, dass die noch ein bisschen mehr tanken. Aber ich glaube, sie tanken hier ganz relativ gut hin. Ich hab sie beide hintereinander gemacht. Denn so der super, super Spezialist für die Luftangriffe bin ich nur auch nicht. Aber ich krieg's dann doch irgendwie und irgendwann ja wieder hin. Und jetzt nochmal schön mit den Allzaubern unterstützt hier die Base. War jetzt auch nur von der Luftabwehr maxed out hier für ein RH9. Also der Rest, die Tesla, ihr seht das oben, ploppen noch 2 Stück aus, aber ihr seht auch meine Queen noch zündbar und nur noch 2 Defense-Gebäude oben, die auch nicht mehr so wirklich super Schaden machen. Also die Tesla hier erst auf, ich glaube, das ist Level 6 und meine Loons können da oben ruhig sterben. Ich habe reichlich Cleanup hier in der Base gehabt. Hier unten habe ich noch 2-3 Truppis gesetzt, die mir die Lager da wegmachen. Und dann geht das mit der Queen jetzt ein bisschen weiter. Die kriegt ja jetzt immer noch keinen Beschuss. Also ist wirklich, wirklich gut gelaufen. Ich war auch ganz, ganz froh. 3 auf 4 hier. Und deswegen habe ich mich einfach mal dazu entschieden. Ich nehme mal keine Bowler mit. Manchmal ist es auch schlecht. Dann gucke ich in den Chat rein. Beziehungsweise ich gucke da einfach in meine Clanburg rein. Denke, ah, hast ja 7 Loons. Was machst du denn jetzt? Da habe ich in den Chat reingeguckt. Also einmal hier aufgeklappt. Und sehe da eins von 48, alleine bist du auch noch da, hier mitten in der Nacht oder am späten Abend. Also baust du jetzt mal ein bisschen um. Da habe ich mich halt dazu entschieden, das so zu machen. Also so kann man es machen. Die Armee könnt ihr euch wegpinnen, die ist immer noch up to date. Je nachdem,
wie man es macht. Entweder nimmt man, ich habe mich ja jetzt dazu entschieden, 3 Golems zu nehmen und dafür 12 Loons in Summe. Man kann auch 2 Golems nehmen und dafür etwas mehr Loons und Bowler in der Clanburg. Das zeige ich euch auf dem Account von Alex jetzt gleich einmal live. Und ich würde sagen, ich schalte um, also ihr werdet das kaum merken. Er schaltet eigentlich nur oben der Name um, die Base ist nämlich absolut gleich. Ja, ich glaube, ihr seht den Unterschied kaum, aber es gibt natürlich kleine, aber feine Unterschiede, denn der Alex-Account hier von mir hat sein King schon auf 26. Ich habe jetzt eigentlich immer ein Buch, um die Helden hier weiterzumachen. Also auch hier habe ich noch ein Heldenbuch offen und ich könnte den King jetzt auch schon weiterkloppen. Allerdings spiele ich hier zwar im Moment nicht im Clankrieg mit, aber ich möchte ganz gerne noch einen mitmachen. Also ich möchte so ein bisschen safe Dunkles haben für den nächsten CK, wenn ich den jetzt gänge, damit ich mit den Account hier nicht so hart nachfahren muss, denn ich bespiele sie ja nicht so super häufig. Aber ihr seht das hier, das ist die typische Armee Golaloon, also man nennt sie einfach Golaloon oder ich glaube es ist Stoned Golaloon. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch sofort rein, dafür habe ich mir die Armee ja gebaut, um euch das Ganze so ein bisschen näher zu bringen hier. Und mit dem Account brauche ich natürlich nur Dunkles. Und ich denke mal, so eine Base hier, die lassen wir ihm auch. Der ist mal gerade so im Ausbau. Da kann er seine Ressourcen ruhig behalten. Wir können uns ruhig einen Gegner nehmen, der vielleicht ein bisschen stärker ist. Also mindestens schon mal die X-Bogen auf schwarz, die Luftabwehren recht stark, so wie dieser hier. Und seine Queen, ja, die hat die Queen im Ausbau und außen. Das ist dann auch keine Herausforderung. Ich möchte ja schon so ein bisschen eine kleine Herausforderung haben, um euch das Ganze nahe zu bringen. Das ist eine typische Farmbase hier. Ich hätte fast gesagt, die drei hat man immer, egal mit welcher Armee. Diese hier ist sicherlich eine 2-7, aber die Luftabwehr in einem ist im Bau. Das können wir nicht machen. So, ich habe da jetzt ein bisschen länger danach gesucht. Ihr hört das auch. Ich bin fairer Sportsmann und nehme den kleinen, was heißt den kleinen, die mal gerade so Rathaus 9 sind, natürlich Lot haben ohne Ende, nicht unbedingt ihren Lot weg, sondern ich will ja was Adäquates aufnehmen. Also hier habe ich eigentlich einen gefunden, ein Rathaus 9 Dev mit Maxed Out Luftabwehren, mit einer Queen in der Mitte, mit einem King in der Mitte, mit Schwarzen, also mit X-Bogen auf Level 3. Ja, und ich würde sagen, den gehen wir einfach mal an. Es ist ja eigentlich eine typische Farmbase, ihr wisst das wahrscheinlich selber, dass so eine Base nicht so wirklich gut ist, um gegen so eine Truppe herhalten zu können. Aber das macht nichts. Letztendlich will ich euch ja den Angriff hier nahe bringen. Also hier schon mal die Mauerbrecher jetzt reingesetzt. Jetzt haben wir das Loch hier schon mal offen. Und ich ziehe hier jetzt mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich kann die Queen jetzt schon mal hinterher ziehen. Den King hinterher und die Bowler hinterher. In der Hoffnung, dass die durch die Mitte gehen. Da ist natürlich ein Tesla wie immer. Der Tesla ist da immer. Also bei diesen Bases hier. So, jetzt muss ich die mal ein bisschen in Rage bringen. Dafür sind die ja da. Okay, der hat jetzt keine Clanburg. Ja? Der hat jetzt keine Clanburg. Das macht aber nichts. Das ist ja nicht mein Problem. Sondern das ist ja eher sein Problem. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt schon mal hier einmal unsere Hunde mit rein. Und unsere Loons fliegen jetzt so ein bisschen suboptimal, muss ich mal so sagen. So ein bisschen Cleanup habe ich hier noch in der Base. Ich muss mal gerade schauen. Ah, jetzt nehmen die erst den ganzen Weg nach außen. Naja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe noch ein Heil und noch ein... Ich habe noch ein Eil und ein Heil. Und ich habe auch noch ein Gift. Die ganzen nervigen Skellies hier. Und dann, wir nehmen hier hinten auch den Heil für die restlichen Loons hier. Der Rest kann mir jetzt das Ganze hier als Cleanup machen. Was haben wir hier noch als Cleanup? Wir haben ja noch einen Magier, den setzen wir mal da. Und ich denke mal, hier brennt nichts mehr an in dieser Base. Also, typischer Golaloon hier oder ein Stoned Golaloon, so heißt es, glaube ich. Und ja, also diese Base, wie gesagt, das war jetzt nicht so super viel Dunkles, aber zum Zeigen, wie so ein Angriff hier eigentlich funktioniert. Ziel ist eigentlich relativ einfach. Queen muss weg, CB muss weg, der hatte jetzt keine, naja. Hätte ich sie da gegiftet oder aber zwei Luftabwehren, wenn man sie schafft und auch noch ein Feger. Das ist immer sehr unterschiedlich, aber auch hier, ihr könnt euch auch gerne diese Armee wegpinnen. Vergisst bitte den Cleanup nicht, denn die Loons liegen ja erstmal nur auf die Defense-Gebäude und da bleibt natürlich alles außen erstmal offen. Also ihr solltet euch wenigstens 1, 2, 3, 4 Truppen für den Cleanup mit einplanen und ich denke mal, zeigen war es absolut gut. Wie gesagt, ich nehme den kleinen Accounts hier gerade so. Ich habe es gerade abgedatet hier. Gerade so anfangen hier zu farmen, nicht ihren riesen Lot weg. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Ihr wisst, mit diesen Accounts hier, da mache ich nicht so wirklich viel. Da mache ich ganz, ganz Piano. Und ich mache jetzt den
den Pentaloon-Angriff. Allerdings habe ich da noch 14 Stunden oder 15 Stunden Wartezeit, denn den möchte ich mit euch auf dem Schiefer-Account machen. Denn der Schiefer-Account ist mein kleinster R9-Account. Der hat morgen erst seine Lava-Hunde auf 1, hat dann die Loons hoffentlich auf 6. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Also wir haben jetzt einen großen Zeitschnitt. 14 Stunden später oder 15 Stunden, das macht natürlich hier im Video nichts. Das Video ist natürlich ein Stück hier, keine Frage. Und dann sehen wir uns zum Pentaloon hier wieder. Und exakt ganz, ganz viele Stunden später finden wir uns auf den Account wieder, der hier den Pentaloon vorzeigen soll. Aber ich kann das ja noch gar nicht ausbilden. Ihr seht das hier, ich habe noch keinen Lava-Hund und auch noch keine Loons auf 6. Die sollte man wenigstens dabei haben. Aber wir hatten ja hier die Clan-Spiele zu Ende und ich gucke mal, was ich eigentlich nehmen kann. Okay, wir nehmen das Truppenbuch, wir nehmen das Buch hier und wir nehmen hier allerdings die Gems, das Ding, das Ding, das Ding. Kriegen wir das jetzt schon Add to Chart? Nein, da ist irgendwas noch nicht richtig. Die drei habe ich gar nicht ausgewählt da, das letzte kann ich gar nicht wählen. Warum kann ich das jetzt nicht wählen? Das ist manchmal ja die Frage, wieso kannst du das nicht wählen? Ich habe hier 1 von 5, okay, ich habe hier das Truppenbuch. Alles klar, ich habe noch ein Truppenbuch, also müssen wir erstmal das Truppenbuch hier ausgeben. Und wie machen wir das jetzt am einfachsten? Oh, meine Truppen laufen hier noch 13 Stunden, okay. Ist egal, wir gönnen uns die 147 Gems, haben den Sprung damit ja jetzt schon fertig und ich kann jetzt noch keine Truppe machen hier. Das ist natürlich wirklich ein bisschen dösig, beziehungsweise, ich habe ja 6 Millionen für die Loons hier reingefarmt. Jetzt muss ich gerade überlegen, Truppenbuch haben wir, Truppenbuch, ist das ein Truppenbuch? Ja, das machen wir, die stellen wir direkt fertig, dann haben wir die schon mal auf 6 auch, also Sprung und den Ballonzauber hier oder den Loonzauber auf Level 6 und jetzt gucken wir mal. Ist das komplex geworden, das Spiel. Okay, dann kann ich jetzt ja in jedem Fall hier die Bücher hoffentlich aufnehmen. Das hier. Okay, Add to Clan Castle. Das machen wir mal. Und jetzt haben wir auch das Buch, was uns hier ermöglicht, dass wir das Ding hier fertigstellen können. Denn hier drin läuft die Kaserne auf oder die Barracks laufen hier auf Level 6. Damit schalte ich mir den Lava-Hund frei. Mache ich. Damit habe ich noch auf 1. Das ist natürlich echt krass. Also was hier mit diesen Büchern geht, das ist der Hammer. Nein, ich habe erst die Hexe. Und ich habe wirklich gerade einen Schock gekriegt. Ich habe das Spiel nochmal neu geladen und ihr seht das jetzt hier an meinem Profil. Oh, ich habe doch die Lava-Hunde. Mann. So on the place, irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert und ich würde sagen, wir bilden jetzt auch mal so eine Truppe hier aus. Mir fehlt noch ein Allzauber, das macht aber nichts. Das kompensieren wir. Wir nehmen hier 1, 2, 3, 4 von denen hier, ganz, ganz viele von denen hier. Die haben wir auf 6, 1, 2, nehmen wir uns mal weg und nehmen uns mal noch 5. Ich denke, wir nehmen uns mal noch 5 Lakaien mit. Ein Gift, 1, 2, 3, 4. 4 Wut und ich würde sagen, ist es das gewesen? Ja, wir nehmen hier ruhig mal 5 Wut. Ich habe den Allzauber noch nicht. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Den lasse ich mir jetzt gleich in die CB spenden. Dann nehmen wir den hier einmal raus. Und das ist ja eh so eine Art Farmtruppe hier. Da lasse ich mir eben mal was reingeben. Bola Gift, das ist ganz gut. Und lass mir hier gleich noch einen Hund reinspenden. Dann wird das hier hoffentlich endlich der Pentaloon. So, jetzt habe ich den Pentaloon endlich fertig mit dem ganz, 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 ganz kleinen Account hier. Und ihr seht meine Armee hier, also 4 Lava-Hunde von mir. Ein Lava-Hund habe ich mir spenden lassen. Ich bekomme ihn hier nur nicht Max. Wir haben hier keinen Maxed Out R11er oder so, sondern sind hier noch ein Clan Level 4. Und da nimmt man das, was da ist. Ich habe einen Allzauber auch auf Level 2. Alles in Ordnung, ich bin da eher unanspruchsvoll, wenn es darum geht, etwas zu zeigen, etwas zu machen oder auch beim Farmen. Also da ist es mir relativ egal, was dann reinkommt und das sieht ja schon ein bisschen wenig aus hier unten. Mal sehen, ob wir mit so einer Armee hier in irgendeiner Base Erfolg haben können. Sie darf jetzt nur nicht so stark sein, denn das ist dann doch schon ein bisschen heavy hier.
Brauchen tun wir natürlich alles. Ihr habt ja gesehen, mein Labor ist jetzt mal leer. 400.000. 400.000, aber starke Luftabwehr, starke Queen. Bin ich mal gespannt, wie wir das eigentlich machen können an der Stelle. Das ist nicht einfach, aber den Lot, den will ich mir nicht entgehen lassen. Und passt mal auf, 1, 2, 3, 4, ganz viele Loons hinterhergeschickt. Okay, das klappt schon mal richtig gut, nämlich gar nicht. Also, die Loons hinterhergeschickt und den Hund schicke ich hier mal in die Mitte. Jetzt mache ich die mal ein bisschen wütend hier, die Bösen. So, Queen hier mit rein, King hier mit rein. Mal sehen, die gegnerische Queen lebt zwar noch, aber sie wird jetzt nicht mehr so super lange überleben. Und ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Also ist hier ein Pentaloon im Farmangriff hier von mir. Und sofern hier nichts anbrennt, der war jetzt relativ teuer, ist aber nicht so schlimm. Ich bin ja in der Push-Phase hier. Und mal sehen, ob wir da hinten noch zur Luftabwehr kommen. Irgendwas kommt da noch zur Luftabwehr. Es ist ja jetzt kaum noch eine Defense offen. Wir haben keinen Giftzauber verschwendet. Verschwendet ist er sowieso nie. Ja, das haben wir gepackt. Ja, super Sache. Also schnelles Ding hier. Gute Farmarmee, aber auch sehr teuer. So ein Pentaloon. Den kann man aber auch im CK so benutzen, indem man erstmal die Clanburg nutzt. Das habe ich hier jetzt mal nicht gemacht, denn der hier ist offline. Hat mich jetzt nicht gestört. Ich hoffe euch auch nicht. Aber ich wollte euch einfach mal die Armee zeigen. Dazwischen gibt es übrigens auch noch eine Armee. Das ist nämlich Quadloon oder Quadroloon. Da nimmt man vier Hunde und irgendwas anderes in der Clanburg. Für mich war das hier jetzt absolut in Ordnung. Und wir gucken uns die Armee nochmal an. Also vier Hunde von mir, ein Hund von Fremd. Ich habe jetzt 18 Loons mitgenommen. Ja, fünf Lakaien ist vielleicht ein bisschen wenig. Also wenn man Quadloon macht, dann nimmt man vielleicht eher so ein paar mehr Lakaien mit. Nochmal ein, zwei Loons dabei und noch Loons vielleicht in der Clanburg, denke ich mal so. Wenn ich dann noch den Allzauber selber habe, kann ich mir natürlich mehr Allzauber machen und nicht so viele teure Wutzauber. Aber ich denke, ich hoffe, ich habe euch das ganz gut rübergebracht hier. Also einfach mal Shattered, Penta oder Stoned, je nachdem, was beliebt. Und hatte das ja aufgeschnappt in meinen Kommentaren. Kannst du mal was mit Luft zeigen, mit Gola, bla bla bla. Habe ich mal gemacht. Hat mir Freude bereitet, hat jetzt ein bisschen gedauert, nämlich zwei Tage diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben am Ende und bis dahin, euer Toto.